Herzlich willkommen bei lokalsportessen.de. Wie immer gab es hier das Bildmaterial von www.powerplay-tv-essen.de. Und wir freuen uns natürlich, dass wir hier Ihnen ein solch tolles Spiel wie den SC Rot-Weiß Essen gegen Alemannia Aachen präsentieren können. Das Traditionsduell, die Wiederholung des DFB-Pokalfinales von 1953, damals RWE siegreich. Tim Hermes mit der ersten guten Möglichkeit setzt seinen Freistoß hier an den Pfosten. Gut gemacht von Tim Hermes. Da war ja Aachen-Schulter Frederik Löhr nicht mehr an den Ball gekommen. 13. Spielminute, wieder der RWE. Diesmal über die rechte Außenbahn, über Marvin Stuhldrucker. Guter Ball in die Mitte. Sven Kreier wird dann niedergerissen von Dominik Ernst. Und anschließend noch das Handspiel. Deutlich zu sehen, hier hätte Strafstoß gehen müssen für den RWE. Der Einzige, der diese Situation anders gesehen hatte, war Schiedsrichter Daniel Rott. Beste Stimmung, gut 12.000 Zuschauer waren hier. Und jetzt wurde es hektisch. Sven Kreier tritt da zwei, dreimal nach gegen Michael Lehan. Und Kreier wollte da den Ball spielen. Hier deutlich zu sehen, Lehan rutscht weg, greift da mit der Hand zum Ball. Klarer Freistoß für RWE, gelbe Karte. Sven Kreier versucht dann den Ball wegzuspitzeln, trifft den Ball das erste Mal nicht, das zweite Mal nicht. Und jetzt machte Schiedsrichter Daniel Rott eigentlich die einzige Fehlentscheidung in diesem Spiel. Der zeigte Sven Kreier hier die rote Karte und Michael Lehan gelb. Und da hätte man sicherlich auch gelb geben können für Sven Kreier. Dadurch verliert der RWE hier einen seiner besten Offensivspieler. Deutlich zu sehen, Sven Kreier tritt da zweimal nach, aber auch unnötig von Kreier in dieser Situation. Tim Hermes beim Freistoß. Hermes, der Ball geht durch, der ist drin. 1-0 für Rot-Weiß Essen durch Tim Hermes, verwandelt diesen Freistoß direkt. Und das natürlich ganz schwer als Torhüter. In der Mitte verpassen Freund und Feind. Und dann sieht da Frederik Löhe im Aachener Tor natürlich ganz, ganz schlecht aus, wenn ein solches Ding reingeht. Rot-Weiß Essen führte hier in Unterzahl mit 1-0. Und Peter Schubert, der Trainer der Aachener, war schon in die Knie gezwungen. Die Alemannen über die rechte Außenbahn. Gut, Flanke in die Mitte. Der Ausgleich in der 74. Spielminute. Shahin Dagestan. Der war eben erst eingewechselt worden. Zweiter Ballkontakt von Dagestan. Und dann schlägt es ein. Alemannia Aachen mit dem 1-1 Ausgleich. Und das war's auch hier in dieser Partie. Rot-Weiß Essen trennt sich von Alemannia Aachen mit 1-1. Vielen Dank, dass Sie hier dabei waren. Bleiben Sie lokalsportessen.de und natürlich auch powerplay-tv-essen.de gewogen.